Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kann ich es auch wieder persönlich sagen und muss es nicht in einem Voice-Over überbringen. Mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser. Ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, dass ich ein bisschen erkältet bin. Falls ihr den Vergleich haben wollt und das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann hört euch das sehr gerne an. Meine Stimme war dort katastrophal und ich wundere mich im Nachhinein überhaupt, wie ich das aufgenommen habe, ohne irgendwie einmal zu husten oder sowas. Ja, ich bin seit Freitag in Quarantäne. Ihr seht es auch am Videotitel und zwar zeige ich euch meine Mittagessensinspiration. Ich habe ja schon ein Video dazu, allerdings eben eine Nicht-Quarantäne-Variante, auch wenn sich generell meine Ernährung nicht großartig unterscheidet, wenn ich nicht in Quarantäne bin. Aber trotzdem wollte ich euch ein bisschen die Woche mitnehmen und euch eben zeigen, wie ich mich so ernährt habe, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause verbringe. Und ja, ich hatte auf jeden Fall mehr Zeit, in der Küche aktiv zu werden und kreativ zu sein. Und hatte auch ein bisschen Langeweile, deswegen habe ich auch einen neuen Food-Account angelegt. Den verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Der heißt By It's Caro. Dort lade ich jeden Tag ein Video hoch bzw. ein Reel mit einem Rezept oder ein bisschen Food-Inspo. Also falls ihr da generell Daily Updates wollt und mehr Food-Content, dann schaut da doch sehr gerne mal vorbei. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch sehr gerne an dieser Stelle auch ein Abo da. Und wenn ihr zusätzlich noch benachrichtigt werden möchtet, wenn ich ein neues Video online stelle, dann aktiviert doch sehr gerne auch die Glocke. Dann bekommt ihr immer automatisch eine Push-Benachrichtigung auf euer Handy. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Wir starten mit dem ersten Gericht und zwar herzhaften Kichererbsen-Muffins. Und zwar habe ich erstmal Gemüse aufgetaut. Ja, ich habe einfach TK-Gemüse genommen, aber ihr könnt auch frisches Gemüse nehmen, zum Beispiel Zucchini, Paprika, Erbsen oder sowas eignen sich ganz gut. Dann habe ich noch frischen Spinat dazu gegeben und dann ganz einfach 100 Gramm Kichererbsenmehl. Also am besten, ja, funktioniert es mit Kichererbsenmehl, es ist auch noch proteinreich. Ich habe es jetzt natürlich nicht mit einer anderen Mehlvariante ausprobiert, aber vielleicht funktioniert es auch mit Dinkelmehl oder sowas. Dann einfach noch ein bisschen Backpulver und dann Wasser. Ihr könntet aber auch pflanzliche Milch nehmen, aber mit Wasser funktioniert es auch super. Gibt natürlich da nicht so einen cremigen Geschmack ab. Ich habe hier 300 Milliliter an Flüssigkeit verwendet, das einfach alles in einer Bowl zusammengegeben und gut vermengt. Dann habe ich das Ganze noch gewürzt, also ich habe das jetzt hier nicht mitgefilmt, aber ich habe einfach Salz und Pfeffer noch angegeben und ein bisschen Paprikapulver, aber ihr könntet auch zum Beispiel Currypulver mit dran machen oder vielleicht noch ein paar frische Kräuter oder sowas mit rein, also ganz wie ihr wollt. Und ja, ihr seht, es ist relativ flüssig, aber das ist gar kein Problem. Trust me, es wird auf jeden Fall zu festen Muffins im Ofen. Und ich habe das dann einfach in Förmchen gegeben. Und zwar hatte ich hier so eine Silikonform. Also ihr könntet zum Beispiel auch so Papierförmchen nehmen. Da könnt ihr die Muffins auch easy rausholen. Wenn ihr normale Förmchen verwendet, dann würde ich es, glaube ich, vorher einfetten. Nicht, dass irgendwie was dran klebt, aber mit diesen Silikonförmchen muss man kein Öl benutzen. Die Muffins kommen dann für 35 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Und dann habe ich sie wieder rausgeholt. Wie ihr seht, sind die dann schon goldbraun oben geworden. Also ihr könnt ja zwischendrin einfach mal mit einem Zahnstocher reinstechen, gut auskühlen lassen und dann lassen sich die Muffins auch super easy aus den Förmchen rausholen. Und ja, das war dann an dem Tag mein Mittagessen. Ich habe alle gegessen, weil I'm a hungry girl und es sind ja nur gesunde Zutaten drin und eben auch, ja, sehr proteinreich. Und so sehen die dann noch von innen aus. Weiter geht es mit einer Plant Patty Bowl, also quasi eine Burger Bowl oder ein Burger als Bowl, um es mal so zu sagen. Und zwar habe ich einfach als Base wieder Spinat genommen, aber ihr könnt zum Beispiel auch Romana-Salat nehmen oder irgendeinen anderen Salat, was auch immer ihr wollt, aber ich persönlich bin einfach ein Fan von Spinat. Dann hatte ich eine Süßkartoffel einfach in der Mikrowelle gegart, also ihr könntet die Spalten natürlich auch im Ofen machen, aber Mikrowelle geht einfacher. Dann noch ein bisschen frisches Gemüse dazu. Ich habe hier einfach Gurke verwendet, aber ihr könntet auch Tomaten, Radieschen etc. nehmen. Dann einfach einen veganen Burger Patty eurer Wahl. Ich zeige euch gleich noch, welchen ich verwendet habe. Und dann noch ein bisschen Hummus dazu. Ich hatte hier einen mit rote Paprika-Geschmack. Der ist richtig, richtig lecker. Ich zeige den euch auch hier, wie der aussieht oder auch nicht. Ich habe es wahrscheinlich nicht mit reingenommen, aber ihr werdet es im späteren Video sehen. Dann noch ein paar Sprossen hinzu und Hanfsamen obendrauf. Ihr könntet aber das auch weglassen oder ja,
Sesam oder sonst irgendwas verwenden. Und schon wäre das Gericht fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein Dressing oben drauf machen. Aber ja, durch das Hummus, finde ich, reicht es mir persönlich eben als Dressing aus, weil ich dann alles damit esse und es dann so durch die Bowl vermansche, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das war ein super, super schnelles Mittagessen mit wenig Effort. Und das waren hier die Burger Patties, die ich verwendet habe. Die waren aus Erbsenprotein gemacht, sind aus dem TK, bei Rewe habe ich die entdeckt. Die waren auch echt mega lecker und würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Weiter geht es mit Crispy Tempeh Chips. Das ist eher so eine Snack-Variante, aber an dem Tag hatte ich es einfach als Mittagessen, weil ich nicht ganz so groß Hunger hatte und ja aktuell in Quarantäne bin. Ich habe angefangen, einfach Tempeh, ich hatte hier Naturtempeh, in ganz dünne Streifen zu schneiden. Am besten so dünn, wie es geht. Die waren jetzt noch relativ dick, aber ich wollte einfach, dass die auch noch so ein bisschen bissfest sind. Und ich habe das auch das erste Mal ausprobiert, deswegen wusste ich nicht so ganz, wie es funktioniert. Und zwar habe ich die dann einfach in meinen Airfryer gegeben. Also falls ihr keinen Airfryer habt, denke ich mal, dass es bestimmt auch im Ofen gut funktioniert, aber da gebe ich jetzt einfach mal keine Garantie. Im Airfryer weiß ich halt auf jeden Fall, dass sie gut durch werden und eben auch schon so ein bisschen crispy, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ja, ich habe dann einfach die Tempehstreifen da reingegeben und tatsächlich nur 10 Minuten bei 180 Grad dort fryen lassen oder backen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das in dem Airfryer nennt, aber man braucht eben hier kein Öl. Und wie ihr seht, sind die dann schön goldbraun geworden und eben so richtig schön fest. Dann habe ich das Ganze serviert zusammen mit Sellerie und Hummus. Ich hatte hier wieder genau diesen Paprika-Hummus. Das meinte ich, diesen Clip vorhin, dass ich euch hier nämlich noch auf jeden Fall zeigen wollte. Der ist auch ohne Öl, gibt es bei Rewe. Und dann eben noch frische Sellerie dazu. Ich persönlich liebe Sellerie und Hummus. Das ist einfach die beste Kombination. Und momentan bin ich irgendwie süchtig danach. Und dann ganz einfach noch die Tempeh-Chips dazu oder die Tempeh-Streifen. Und ja, schon war auch eigentlich das schnelle Mittagessen fertig. Wie gesagt, das ist auch eine super Snack-Variante oder eben ein leichtes Mittagessen oder Abendessen, wenn man jetzt eben nicht ganz so viel Hunger hat. Und ja, probiert es sehr gerne mal aus, ob es bei euch auch so gut ankommt wie bei mir. Und zu guter Letzt natürlich noch meine geliebten Sommerrollen. Ich könnte die einfach aktuell jeden Tag essen. Hier seht ihr einfach mal alle Zutaten, die ich da immer so reinmache. Avocado, dann mache ich immer so feine Karottenstreifen, damit die Karotte nicht so hart in der Sommerrolle ist. Koriander, Gurke und auch wieder Tempeh. Da könntet ihr aber auch Tofu oder sowas verwenden, also falls ihr da jetzt generell nicht so der Tempeh-Fan seid. Oder auch, ja, was Garneliges oder sowas, falls ihr keine Veganer seid. Dann natürlich Reispapier. Ich benutze das hier von Rewe, das hat 22 cm Sprossen und auch wieder frischen Spinat. Aber ja, ihr könnt die generell füllen mit was ihr wollt. Ich glaube, da ist der Kreativität freien Lauf gelassen, zum Beispiel auch Mango oder sowas. Genau, so sehen die ja aus und die muss man einfach ganz kurz unter kaltes Wasser halten. Deswegen habe ich das einfach so kurz unter dem Wasserhahn gemacht. Also normal fülle ich mir immer so eine Bowl mit Wasser und Tunki da rein. Aber ja, an dem Tag war ich einfach zu faul. Und dann können wir auch schon anfangen, die zu belegen. Ich mache immer ganz unten Spinat rein, damit der auch nicht irgendwie rausfällt. Und dann kann man das eigentlich auch am besten irgendwie räumen. Und gebe dann immer nach und nach alle Zutaten rein. Wie gesagt, Karotte, Gurke, Tempeh, Koriander, Sprossen. Man könnte auch zum Beispiel noch Hanfsamen oder sowas mit reinmachen. Habe ich auch schon öfters gemacht. Und natürlich, wenn man es möchte, auch Glasnudeln oder Reisnudeln oder sowas, wie man es eben auch vom Restaurant kennt. Aber dadurch, dass ich mir halt immer mehrere mache, reicht für mich das mit Gemüsefüllung und mit Tempeh und ich benutze hier auch immer einen halben Block Tempeh, deswegen ja, passt das für mich eigentlich ganz gut und ihr könnt ja so lange füllen, bis eben die Füllung aufgebraucht ist. Bei mir kommen eigentlich immer 5 raus, das ist eigentlich immer so der Durchschnitt, 4 oder 5 mal 6, was ich bisher immer an Sommerrollen gemacht habe und auch hier sind es dann 5 Stück geworden. Hier seht ihr dann einfach mal alle auf einem Teller. Ich finde, es sieht immer richtig, richtig schön aus. Und ja, ich könnte die bei dem Wetter, gut, gerade regnet es, aber am Wochenende und am Anfang der Woche war es ja so richtig, richtig schönes Wetter und da könnte ich die irgendwie jeden Tag essen. Dazu mache ich immer einen Tahini-Dip mit Tahini, dann ein bisschen Tamari oder Sojasauce, also da braucht man auch echt nicht viel, weil die ist ja super salzig. Und dann einfach noch ein bisschen Wasser zum Strecken oder Verdünnen und dann einfach umrühren. Ihr könntet zum Beispiel auch noch Knoblauch oder sowas mit reinmachen und wenn es euch ja, nicht salzig genug ist,
was ich nicht mehr vorstellen kann. Dann könnt ihr noch mal Salz dazu machen. Und ja, das ist dann so eine flüssige Creme, Dip, wie auch immer. Dann für die Ästhetik habe ich noch ein paar Sesamkörner oben drüber gegeben. Ja, einfach nur für die Ästhetik, weil die merkt man auch nicht oder schmeckt man auch nicht raus. Von daher, ja, ist das alles nur für das Video und für meinen Thumbnail und sowas gewesen. Und ja, falls ihr Sommerrollen noch nicht ausprobiert habt, dann ist das euer Zeichen, das mal zu machen, weil I'm obsessed und die gehen wirklich super, super schnell und sind mega lecker. Und somit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren ein paar neue Inspirationen dabei. Falls ihr, wie gesagt, dem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, dann macht das jetzt. Ich warte. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nee, Spaß. Ihr müsst natürlich dem Video keinen Daumen nach oben geben, aber würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Schreibt doch gerne auch mal in die Kommentare, welches Rezept oder welche Inspiration eure Lieblingsvariante ist und was ihr auf jeden Fall ausprobieren möchtet. Ich finde es immer ganz spannend zu hören und liebe immer den Austausch mit euch in den Kommentaren. Also ich beantworte wirklich jedes Kommentar und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder bekannte Namen und Gesichter in den Kommentaren wiedererkenne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Henry hier unten die ganze Zeit hat natürlich auch im Intro mitgewirkt, beziehungsweise hat sich das Ganze alles mit angehört, gell? Gell, gell, gell? Und jetzt nochmal Tschüss von uns beiden.